Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Im letzten Part waren wir noch ein weiteres Mal bei der Absturzstelle unterwegs, weil ich da noch einen weiteren Secret Boss euch zeigen wollte. Und wir haben außerdem einfach mal so über 300 neue Pikmin da bekommen. Richtig krass. Und jetzt heute wird es dann zum vielleicht, wahrscheinlich, hoffentlich letzten Mal hier auch zur fernen Quelle gehen, wo uns noch zwei weitere Raumschiffsteile fehlen. Und beides sind auch so ziemlich am selben Ort, so ungefähr. Eine von den beiden ist sehr leicht. Bei der anderen bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie man da überhaupt rankommen kann. Weil man da zwischen blauen und gelben Pikmin irgendwie hin und her wechseln muss, so ein bisschen. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ich habe mir das jetzt nochmal nämlich angeschaut. Und eigentlich, weil ich mal, das Problem ist ja, dass da ja so eine gelbe Blüte war. Ich mir aber nicht sicher war, wie man da eigentlich hochkommen kann. Aber da muss man irgendwie hochkommen. Weil ich habe mir das nochmal angeschaut, bei den Blüten, wenn ich da Pikmin reinwerfe und die ändern die Farbe, dann landen die wirklich danach im Boden. Und ich muss die ja irgendwie rausziehen können mit Onima. Deswegen, es muss irgendeine Möglichkeit geben, um da nach oben zu kommen. Ich weiß nicht welche, aber es muss eine geben. Und ich meine, ich will ja die blauen dann zu gelben machen. Und ich, das ist alles im Wasser. Ich nehme nur blau mit. Das ist, glaube ich, sogar hier wirklich am besten. Kämpfe dürfte es auch nicht mehr so richtig geben, die wir machen müssen. Aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ja, genau. Weil es sind halt ein paar Gegner wieder zurückgekehrt. Weil wir jetzt ja zwischendurch auch wieder woanders waren. Deswegen, wenn noch Zeit ist, kann ich sogar vielleicht die noch besiegen. Aber die muss ich eh besiegen. Die sind jetzt im Weg. Wäre es sogar besser, da jetzt rote mitzunehmen? Vielleicht sogar? Ja, gegen die kleinen, da werden die blauen auch ankommen. Ne? Vielleicht werde ich jetzt ein paar verlieren. Aber das ist dann schon okay. So. Weil ich meine, ich kriege ja auch wieder viele neue dann zurück. Wenn ich die zurücktrage, ist das passt schon. Ich kann das auch gleich mal machen eigentlich, dass ich die zurücktragen lasse, genau. Weil ich habe ja so viele Picken hier dabei, das dürfte kein Problem sein. So, und die auch noch. So, ich weiß nicht genau, ob noch große Gegner dann gleich hier kommen werden. Also als wir hier dann vor 2 Tagen halt nachgeschaut haben, waren keine einzigen großen Gegner hier in der Nähe, bei den anderen beiden Raumschiffteilen. Aber vielleicht sind jetzt dann gleich schon welche da oder so. Aber ich weiß nicht genau, das kam mir eh komisch vor, dass da gar keine großen Gegner waren. Aber scheint wohl so zu sein, irgendwie. Und ich sehe immer noch keine. Also auch keine Bosse mehr oder sowas, keine neuen zumindest, was ich aber ganz gut finde. So, hier ist die Blüte eben, genau. Ja, und da muss ich jetzt dann gleich gelbe Pikmin erschaffen. Aber ich werde erstmal kurz die hier killen, weil die ansonsten auch zu sehr im Weg sind. So, werde ich vielleicht auch ein paar Pikmin verlieren. Aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja, es sind sogar ein paar gestorben. Aber ich kriege auch wieder einige neue dann durch zurücktragen. Also mehr, als ich verliere. Deswegen ist es schon okay. So, ja, die Punktemünzen, das tragen jetzt mal einfach nur die blauen zurück. Das ist schon okay. So, euch auch alle. Und dann gleich kümmern wir uns um die... nicht 10, das ist zu viel. Dann gleich kümmern wir uns um die Raumschiffteile. Um die letzten beiden. So, zack und zack. Okay, perfekt. Gut. So, ich habe immer noch 46 dabei, das sollte dann ausreichen. Da oben ist es eben, genau. Jetzt lass mal kurz gucken, ich muss... Achso, das habe ich nämlich nicht gesehen. Ja, hier komme ich nach oben, okay. Dann haben wir auch das Mysterium geklärt. Ich könnte mir sogar überlegen, ob ich zuerst mir die anderen, das andere Raumschiffteil holen soll. Kann ich sogar vielleicht echt zuerst noch schnell machen, weil das ist einfacher. Die hauen einfach nur ab. Okay. Kriege ich da irgendwas Cooles, wenn ich es schaffe, die zu besiegen? Warte mal kurz. Ist nämlich gar nicht so einfach dann. Okay, er wird gerade angegriffen hier, gut. Aber die machen mir auch anscheinend keinen Schaden, weil die halt wirklich nur fliehen. Aber finde ich okay. Aber ich kann es mal noch probieren, auch dich zu killen. So, okay, schön in die Ecke gedrängt. Und meine Pikmin laufen da jetzt sogar ziemlich schnell auch hinterher. Und wenn ich halt es schaffe, das Viech einzukreisen... Ja, aber nee, es klappt trotzdem nicht so wirklich gut. Vielleicht muss ich wirklich ein Pikmin draufwerfen. Und nur dann klappt es so wirklich gut. Oder, ich weiß nicht genau. Hat trotzdem jetzt irgendwie funktioniert, keine Ahnung. Ich versuche mal das andere auch noch zu besiegen. Ich meine, wir haben heute auch wirklich ein bisschen mehr Zeit wieder. Weil ich habe ja jetzt auch schon verstanden, wie das geht. Wie ich da zu einem anderen Raumschiffsteil hinkommen kann. Und ich glaube, das dürfen wir dann eigentlich recht gut heute alles gebacken kriegen. Denke ich mal. Okay, deswegen, ich werde mal die wieder einfach gleich abtransportieren lassen, würde ich sagen. Ich brauche da nur ein Pikmin jeweils. So, zack. Dann kriegen wir heute auf jeden Fall einige neue blaue hinzu. Aber wir haben ja auch aktuell von den blauen eher am wenigsten. Deswegen ist das schon okay. So, jetzt ist das da oben. Da muss ich einfach nur hier halt Pikmin hinwerfen. Da muss ich selber nach oben gehen als Ulti mal wieder. Da links kann ich das ja, genauso wie bei der anderen Stelle. Und dann ist alles gut. So, ich hoffe, das sind jetzt schon genügend für das Ding da. So. Ja, komm, nicht runterfallen. Gut. So, wie brauche ich da? Okay, 15 sogar nur. Das ist ziemlich wenig dann. Ich will mal nicht arg viel mehr nehmen, als die 15, die ich brauche. Einen noch? Okay, gut. Jetzt habe ich noch 28. Ich hoffe, das wird gleich ausreichend für das andere Ding. Weil das sah auch ein bisschen größer aus. Vielleicht werde ich da 30 brauchen. Ich hoffe es aber nicht. Lass mal kurz gucken, was das ist.
Ich habe meinen Ionen-Chat Nummer 2 gefunden. Stimmt, wir haben ja schon mal so ein ähnliches Ding gefunden. Er sieht nicht nur leicht aus, sondern er ist auch leicht in Bezug auf die Menge, die er kostet. Okay. So, und wenn ich jetzt halt dann nicht genügend Gelbe habe, um das runterzuholen, werde ich halt dann noch mir weitere Pikmin einfach abholen. So, jetzt will ich die auf jeden Fall hier alle reinschmeißen. So. Okay, ein paar fallen da auch wieder ab. Ich meine, das Ärgerliche ist jetzt vor allem für meine Blüten-Pikmin, dass halt die jetzt wieder zu Blättern auch werden. Genau, die, weil die behalten ja ihre Blüte, glaube ich, nicht. Die werden ausnahmslos dann zu Blättern. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt da dann ein paar von denen verliere. Aber kann man jetzt nicht ändern. So, und bitte nicht runterfallen. Ihr sollt schon oben bleiben. So, okay. Und dann gleich muss ich die eben wieder zurückwechseln. Das ist eigentlich ein ganz cooles Rätsel. Dann gleich muss ich die eben wieder zurückwechseln zu blauen, weil die gelben müssen das halt nur da von da oben runterholen. Aber die müssen das halt dann nicht abtransportieren, weil sie es gar nicht können, weil hier halt überall Wasser im Weg ist. Genau. Jetzt erstmal kurz die alle pflücken. Und dann gleich mal gucken, ob da 28 oder wie viele ich jetzt noch hier hatte, ob das dann ausreichen wird. Oder ob ich dann nicht doch 30 brauche. Wäre auf jeden Fall cool. Ich meine, vielleicht reichen ja 25 oder so. Also 25 würde ich mir schon ganz gerne machen. Jetzt sind noch ein paar neue. So, genau. Ich habe noch 3 blaue dabei, also 20 gelbe habe ich gerade. Bei mir anscheinend. Ich kann noch einen weiteren blauen reinwerfen. Und noch einen. Nein! Oh mein Gott, jetzt sind die runtergefallen. Aber genau, ich kann gleich mal die hier sicher an Land werfen. Die Pikmin, weil das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte ja, ich müsste jetzt da nach unten laufen mit denen und dann rüberlaufen irgendwie. Aber ich kann die einfach hinwerfen an Land. Das geht ja. Okay. So. Yeah, das haben wir zurückgebracht. Ionchat Nummer 2. In der Werbung prahlen sie, er ist so sparsam im Verbrauch, dass ihre Frau strahlen wird und der Haussegen gerade hängen bleibt. Das ist eine tolle Werbung. Okay. So, noch ein weiteres fehlt hier in dem Gebiet, genau. Jetzt kurz die rausziehen. Und dann muss ich jetzt eben stark hoffen, dass es ausreichen wird. So, rüberschmeißen. Und da kommen nochmal welche, genau. Die will ich auch noch kurz raushauen. Oder halt hier rausziehen. Warte kurz, will ich noch gleich schnell machen. Wenn ich schon hier oben bin. Na komm. Okay, gut. So, zack. Und die anderen... Ja, nicht gegen die Blume laufen, Uli, mal bitte. Okay. So, es sind ja auch gerade 2 oder 3 irgendwie... Oder einer ist offen oder sowas. Also wie viel habe ich jetzt noch? Genau 25, ja. Vielleicht sind es 25. Ich hoffe es. Aber na, es könnte ja auch ein 30er-Ding sein. Vielleicht sogar ein 40er. Das wäre aber auch sehr fies, muss ich sagen. Ja, einer macht vor allem nicht mit. Du musst schon mitmachen, du Idiot. Ah ne, es reicht aber eh, okay. Sind es 20 dann nur? Okay. Ich habe den Krümmungsreaktor gefunden. Mit seiner neuartigen Technik kann er das Raumzeitkontinuum krümmen und Energie daraus ziehen. Es erstaunt mich immer wieder, wie viele Geheimnisse sich in den Teilen meines Schiffes verbergen. Okay, nicht schlecht. So, jetzt dann gleich wieder, wenn es unten ist, zurückziehen. Genau. Und ja, 20 sind es, okay. Und die jetzt wieder einfach alle zu blau machen, würde ich sagen. So. Bitte wirklich am besten alle gleich sofort rein... Ja, es geht, ich kann nicht ganz alle reinwerfen, weil die Blüte dann nach 10 Stück oder sowas zu schnell schon die nächsten Pikmin abwirft. So, genau, ich glaube 10 sind es. So. Und die anderen auch noch. Genau, weil mit den gelben kann ich ja jetzt hier mitten im Wasser eh nichts mehr anfangen. Okay. Wie gesagt, wir haben jetzt halt unsere Blüten-Pikmin ein bisschen verloren, das ist ein Nachteil. Aber wir haben eh noch relativ viele Blüten-Pikmin von jeder Art. Und deswegen, das ist schon okay. So. Und gleich, wenn ich die 20 hier habe, reicht das ja schon. Dann kann ich schon das Ding abtransportieren lassen. So. Perfekt. Und ich warte noch dann kurz auf die anderen, bis die auch rauskommen. Und die werde ich dann halt wieder mit zurücknehmen. Und dann haben wir jetzt die Hälfte des Tages erst oben. Und können dann die restliche Zeit noch nutzen, um halt noch mehr Pikmin zu bekommen. Wir haben zwar jetzt eh schon super viele und die werden mir jetzt nicht mehr ausgehen. Hoffe ich zumindest. Außer ich werde zum Ultramassenmörder und ich bin gleich... auf jeden Fall bringe ich gleich dann 500 auf einmal um oder sowas. Aber das hoffe ich dann doch eher weniger. So, okay. Aber ich meine, wir haben ja eh nichts anderes mehr an dem Tag zu tun. Und deswegen können wir uns dann noch ein paar weitere Pikmin erschaffen. Vor allem, weil ja auch einige der Gegner wieder respawnt sind. So, bitte bekommen. Genau, die können mal ganz kurz hier Nektar nehmen, diese 5 da. Dass die alle zu Blüten-Pikmin werden. So, perfekt. Gut. Und dann gucken wir gleich mal. Da steckt noch eine. Warum steckt der eigentlich hier im Boden drin? Keine Ahnung. Und einer ist noch hängen geblieben. Ja, bitte mitkommen, du Idiot. Die Wand ist, mag zwar schon sehr schön sein, aber bitte trotzdem mitkommen. Okay. So, also hier in dem Gebiet sind, glaube ich, jetzt wirklich gar keine Gegner mehr so ungefähr. Aber halt hier im Wassergebiet noch. Und da kann ich jetzt noch einige Gegner besiegen. Erstmal die Blüten mitnehmen, genau. So. Und
dann gucken wir gleich mal. Genau, weil das eine fliegende Viech habe ich ja wieder gesehen. Und das sind ja super einfache Gegner, gegen die ich gar keine Probleme habe, so ungefähr. Das können auch die Blauen machen, weil man da ja eh keinen Schaden nimmt gegen den. Also, mir ist es noch nie passiert, dass ich gegen den Kollegen Schaden nehme. Vielleicht kann er irgendeine Attacke machen, die mir Schaden macht, weiß ich nicht. Aber habe ich noch nie erlebt. Einfach genügend draufwerfen, dann fliegt er nach unten, dann alle draufhauen mit dem Gruppenangriff und dann ist er eh schon fast tot. Also ja, der ist super easy, der Gegner. Gibt aber mega viele Punkte. Das ist halt echt krass. So, und tot. Yay. Wunderbar. Mal gucken, was der mir gibt. Wow. Alter, das ist so viel. Holy shit, ey. Okay, das erstmal abtransportieren lassen und dann nehme ich gleich einige gelbe raus, die noch das restliche Zeug mitnehmen können. Ja, die kleinen nehme ich auch kurz mit. So. Sehr gut. Kann man auch sehr leicht besiegen. Und dürfte auch gleich abtransportieren. Da machen jetzt die Blauen, ich meine, die Blauen kriegen jetzt sehr viele neue Pikmin. Aber die haben ja auch sehr viel gemacht. Die waren ja die einzigen, das sind glaube ich die kleinen Käfer, genau. Die waren ja die einzigen, die in diesem Part jetzt überhaupt was gemacht haben. So ungefähr. Deswegen dürfen die sich dann schon die ganzen Lorbeeren abholen. Das ist schon okay. Ja, gegen die Frösche habe ich keinen Bock. Ich meine, da habe ich jetzt auch eine Methode gefunden, die ganz gut funktioniert. Wenn sie an Land sind vor allem. Aber das dauert halt ein bisschen, gegen die zu kämpfen. Da würde ich lieber gucken, ob ich noch einen anderen Gegner hier finde, den ich noch killen kann. Die Viecher zum Beispiel hier. Oder ist das eine Viech, das große, wieder aufgetaucht da hinten, das ein Raumschiffteil hatte? Warte mal. Ich kann zumindest keins. Ne, ist glaube ich nicht da. Okay. Will ich gegen die Kleinen hier kämpfen? Das lohnt sich eigentlich gar nicht wirklich. Ich muss ja auch dran denken, ich will das auf jeden Fall mit den gelben Pikmin noch machen, dass ich die Punkte noch wegtrage. Bekrümmungsreaktor. Der Reaktor wandelt die Permutation des Raumzeitkontinuums in pure Energie um. Er funktioniert im Prinzip wie ein riesiges Gummiband. So. Und wir haben die Leistung erhöht. Nun kann ich auch in weiter entfernten Gebieten suchen. Nach dem letzten Teil. Yeah! Cool. Das ist auch total cool, wie wirklich wir alle Teile, die wir gesammelt haben, wieder auch wirklich an der Dolphin angebracht werden. Und wie man die dann sehen kann. Okay. So. Dann lassen wir jetzt mal kurz gucken. Ist zum Beispiel der ADR zum Beispiel da. Den könnte ich noch besiegen. Weil das ist ja recht einfach eigentlich. Das geht sehr schnell. Wenn ich das richtig mache, ich habe 60 Pikmin dabei. Oder halt 61. Das dürfte genug sein, um den, um mit dem kurzen Prozess zu machen. Ich hoffe es mal zumindest. So, los. So. Und tot. Yay, keiner ist gestorben. Wunderbar. Dann dürft ihr den auch noch abtransportieren. Das können ja eh nur die Blauen machen. Weil hier überall Wasser im Weg ist. Oder, ja, nee, stimmt. Muss ich die ist die Brücke eigentlich? Ja, ich muss die Brücke aber kurz freimachen. Okay, das muss ich dann doch kurz erledigen. Aber die Viecher werde ich jetzt auch schnell besiegen können. Obwohl, das sind ja diese nervigen Käfer, die auch dann wegfliegen, sobald sie zu viel Schaden genommen haben. Und sich dann heilen. Was total fies ist. Muss ich halt dann richtig treffen. Was aber nicht so einfach ist. Na komm jetzt. Okay, gut. Alle tot. So, und die anderen arbeiten jetzt da halt mal. Ihr läuft ein bisschen im Kreis. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, das ist eigentlich okay alles. Ja, und dann gleich wird das halt alles abtransportiert. Ich muss dann nur dran denken, dass ich die natürlich auch wieder mitnehme. Das darf ich jetzt nicht vergessen. Aber ihr wartet eben mal hier. Müssen die jetzt wieder bei einem Frosch... Ne, hier ist kein Frosch. Genau, der ist noch besiegt geblieben. Weil hier war auch mal einer. Aber der ist noch besiegt. Okay. Gut. Dann haue ich jetzt mal die ganzen Blauen kurz zurück, würde ich sagen, und hole mir eben 20 Gelbe, bräuchte ich ja, oder ein bisschen mehr am besten, dass ich die schön alle draufwerfen kann und dass sie dann noch die ganzen Punkte mitnehmen. Dann habe ich mir jetzt heute gar keine Roten geholt, aber Rote hatten wir eh am meisten, glaube ich, und deswegen ist es okay. Also wahrscheinlich wird es so sein, dass jetzt nach dem Tag wir dann mehr Gelbe und mehr Blaue haben als Rote, aber das ist schon okay. So, alle mitkommen und hier noch richtig ordentlich absahnen. Ich muss nur bei dem ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht ins Wasser gehen. Das traue ich denen nämlich leider zu. Ja, das dachte ich mir. Müssen das ernsthaft jetzt noch Blaue rausholen, oder wie? Oh Mann, ey. Oder schaffen die das doch? Ja, die sind so halb im Wasser jetzt. Ich probiere es mal nochmal gleich, ob ich das nicht doch hinkriege. So. Na komm, bitte von der Seite ausgreifen. Ja, einfach rausbewegen. Ihr Vollidioten. Wirklich jetzt? Muss ich da jetzt ernsthaft noch Blaue hernehmen? Aber ja, die tragen das alles zurück. Das geht alles. Ach, Mann, ey. So, dann kommt halt bitte mal kurz her, ihr Blauen. So, ich muss hier noch alle pflücken. Aber ich habe ja dann gleich noch genügend Zeit. Ist alles gut. So, das reicht. Okay. Weil, wenn das schon da 5 Punkte sind für die Gelben, oder das wären ja dann 10 insgesamt, wenn ich das mit den Gelben auch zurücktrage, will ich das schon ganz gerne machen. So. Bitte jetzt austragen.
Jetzt ist doch... Der eine Gelbe ist da immer noch dran. Ey, ich krieg's kotzen. Ich werde doch das jetzt wohl noch schaffen, oder? Dass ich jetzt die Punkte noch mitnehme. So, bitte nur Blaue. Nur Blaue, ja. So, bitte raustragen. Ja, ich weiß. Ich versuch's Spiel. Aber ich habe hier Schwierigkeiten. So, das dürfte jetzt reichen. Und jetzt bitte Gelbe. Danke. Geht doch. So, es sind keine mehr irgendwo noch... Ah doch, what the fuck? Ach stimmt, die habe ich ja... Da sind auch noch... Ah, scheiße. Warum sind da eigentlich noch welche? Okay, die auf der Brücke, das kann ich verstehen, dass die noch da rumstehen. Aber warum sind da oben eigentlich auch noch welche? Sind die hängen geblieben wieder? Wahrscheinlich. Na toll. Ja, ich muss die ja auch noch rauspflücken. Das rauspflücken muss ich aber auch machen. Weil ich will hier nicht mehr zurückkehren. Jetzt haben wir natürlich doch noch zum Ende hin wieder Spannung. Das gibt's einfach nicht. Dass ich das nie normal beenden kann einfach. Ja, ich muss jetzt gleich mir überlegen. Ich muss vielleicht welche zurücklassen. Ja, die da rechts sind nämlich ziemlich weit. Aber das sind halt nur zwei. Also ich glaube, alle mitzunehmen schaffe ich, glaube ich, halt nicht mehr. Außer, ich meine, wenn ich ganz schnell bin... Ja, die mittleren dürfte ich schon noch alle erwischen. Ich hole mir jetzt erstmal die rechten, weil das sind auch ein paar. Anscheinend. Da hinten. Kann ich die von hier aus rufen? Kann ich sogar. Okay, ich hoffe, die müssen jetzt einfach herkommen. Ich hoffe, die sind jetzt intelligent genug dafür. Ihr kommt auch alle her. Und dann ihr auch noch. Okay. Na, jetzt herkommen. Lauft einfach durchs Wasser, das ist auch okay. Dann treffen wir uns hier im Wasser. Okay. Und die da hinten sind hergekommen. Sind sie. Okay. Gut, ich habe alle bei mir. Puh. Haben wir es doch noch schaffen können. Okay, das ist gut. Dann dürften wir hier alles geschafft haben, was ich schaffen wollte. Sehr schön. Die letzten zwei Raumschussteile sogar ohne Probleme eigentlich. Und auch wieder viele, viele neue Pikmin. Obwohl wir eh schon super viele haben, ne? Aber es macht einfach Spaß, hier noch die Pikmin-Anzahl schön nach oben zu treiben. Und jetzt dürften wir auf jeden Fall von jeder Art mindestens 300 haben. Das hatten wir ja eh schon fast, von den Blauen halt noch nicht ganz. Aber wir haben ja heute mega viel auch für die Blauen gemacht. Aber auch für die Gelben einiges natürlich. Und ich würde sogar schätzen, dass jetzt eben wir von den Roten sogar am wenigsten haben. Und von den Blauen am meisten vielleicht, obwohl die noch hinten waren am Anfang des Videos. Und von den Gelben, die sind in der Mitte, würde ich mal schätzen. Mal gucken. 20 Tage seit Absturz. Ein einziges Teil fehlt noch. Da ich 29 Teile gefunden habe, ist der Dolphin fast wieder vollständig intakt. In den Tiefen des Waldes unter mir sehe ich eine Region, in der ich das letzte Teil vermute. Dies ist ganz klar mein letzter Versuch. Mein Lebenserhaltungssystem wird in 10 Tagen versagen, aber nur Mut. Okay, und da kommt dann... Mal kurz gucken. Ne, ich habe sogar immer noch am wenigsten gelbe. Okay, aber blaue habe ich ultra viele. Wirklich, aber auch rote und gelbe. Vor allem bei dem... Die blaue Linie ist wieder sehr stark nach oben gegangen. Schon über 1500 Pikmin haben wir gekeimt. Und insgesamt über 1000 haben wir jetzt. Von allen. Also halt insgesamt eben, wenn man alle zusammenzählt. Also wirklich super, würde ich sagen. Gut. Aber dann würde ich auch sagen, war es hier für diesen Part von Let's Play Pikmin. Beim nächsten Mal geht es dann noch weiter. Da ganz oben. Bei... Der letzte Versuch, nennt sich das. Okay. Mit dem allerletzten Raumschussteil. Und ich würde mal einfach vermuten, dass dann da nochmal ein großer Boss kommt. Wahrscheinlich der stärkste irgendwie im gesamten Spiel. Obwohl ja einige von euch geschrieben haben schon, dass dieser Dealer Boom oder wie der hieß, dass der wohl für viele am schwierigsten sei. Aber ich denke mal, dass dann hier noch der final Boss quasi kommen wird beim nächsten Mal. Und ich bin gespannt, was dann der so alles auf dem Kasten haben wird. Und ob wir mit unseren 1000 Pikmin gegen ihn gewachsen sind, aber ich denke mal schon. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.